Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und zwar heute mit der gereworkten 9er Kali und das auf dem Headhunter Skin, der schon ziemlich cool aussieht. Und das Ganze im Jungle. Ja, ich habe schon ein paar Sachen, die ich euch gerne mit euch teilen möchte. Grundsätzlich erstmal spiele ich sie mit Electrocute und so ein Zeugs halt. Und ich habe mir gedacht, dem Gelbenbaum wegen dem Execute Damage auf der Ult, ne, Coupe de Grâce und auch ein bisschen mehr Attack Speed schadet nicht. Ja, was gibt es zu sagen? Im Prinzip, unser Q heilt uns für ja, so einen gewissen HP-Wert, das ist ganz nett. Ich habe mir schon ein paar Gedanken dazu gemacht und zwar, die Q kostet 100 Energie, super teuer, wir haben 200. Man kann diese Q also spammen. Ja, wir nehmen jetzt erstmal Damage, machen jetzt die Q, heilen uns. Ich könnte sie jetzt direkt nochmal machen, ne? Dann würde ich zwar mehr Damage machen. Ja, in diesem Fall könnte ich sie sogar vielleicht nochmal machen. Ah, ne. Dann warten wir jetzt nochmal und heilen uns nämlich nochmal eben, zack. Und so haben wir uns jetzt nochmal fix geheilt. Und was ich euch damit sagen möchte, ist, ihr habt die Möglichkeit, zweimal Q hintereinander zu benutzen. Oder dann habt ihr zwei Qs gemacht oder ihr wartet so ein bisschen. Ja, das konnte ich jetzt gerade nicht so gut zeigen, aber ihr wartet quasi jetzt. Ne? Wir machen auch mal unsere E, zack. Mit der E können wir übrigens überall lang springen, wo wir wollen. Wir kriegen ja auch übelsten Schaden. Ich glaube, ich muss die gleich smiten, du. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich doch hier die Q durchbämme. Na, Jungle Akali, warum spiele ich sie im Jungle? Grundsätzlich muss ich sagen, in der Mitte, also ich teste die am liebsten neue Champions oder gereworkte Champions immer im Jungle, weil viele sich von euch das natürlich auch fragen, kann man Akali jungeln? Das Kit ist an sich okay. Schaden ist wahrscheinlich relativ gering für den Jungle, das merken wir auch so ein bisschen. Aber wir testen das Ganze einfach mal, ne? Hier die E, zack, aufgeworfen, die Q dadurch. Wir sollten gucken, dass wir uns mit der Q ein bisschen mehr heilen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, ich könnte jetzt als Beispiel die Q nochmal machen. Dann hätte ich zwar mehr Schaden gemacht, oder ich warte jetzt, bis ich voll habe, und mach dann zwei Qs. So habe ich mich wenigstens nochmal geheilt. Ne? Das ist, was ich meine. Zack. Sehr geil. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir den Blue Buff schaffen. Könnte eine Gefahr werden hier. Eine kleine Mission. Die haben jetzt übrigens auch eine Badehose an, wie ihr sehen könnt. Die schönen Buffs. Ja, grundsätzlich bin ich immer sehr gehypt, wenn neue Champions rauskommen oder gereworkte. Das merkt man vielleicht bei mir auch so ein bisschen. Da habe ich wirklich immer absolut Bock drauf. Ja, zum Beispiel warten wir auf jeden Fall, bis unsere Energie voll ist. Das dauert auch echt lang. Ne, und zack, heilen wir uns ein bisschen. Zack, machen wir das so. Ich denke, wir gehen erstmal im Choppen. Na, das ist auf jeden Fall. Ja, Jungle ist wahrscheinlich nicht das Allergeilste, gebe ich zu. Problem ist aber, ich glaube, in der Mitte ist sie auch gar nicht mal so geil. Weil, ich meine, guckt euch die Range von der Q an. Das sieht vielleicht viel aus, aber das ist unglaublich wenig. Und im Prinzip haben wir, die alte Akali war super einfach. Du hast Q drauf gemacht, Point and Click, du hast deine Ult drauf gemacht, Point and Click, du hast deine W irgendwie gemacht. E war auch mehr oder weniger einfach Point and Click, also zumindest, ja, sagen wir einfach, es war einfach nur Click. Ja, du musstest nichts machen, außer deine Spells drücken. Und hier hast du halt wirklich Skillshots auf jedem Spell, mehr oder weniger, außer auf der W. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich würde mich da unten sehen, wobei ich nicht weiß, wie wir das Ganze angehen. Und er müsste ein bisschen deeper da rein. So zum Beispiel, ja, das könnte gehen. So, wir benutzen jetzt unsere W, um schnell heranzukommen. Machen die E drauf, springen hinterher. Q für den Slow, Auto-Tags und noch eine Q. Und, ja, jetzt habe ich zwar eine Passive, da hätte ich sie bekommen, aber ja, mehr wollte da leider nicht gehen. Jetzt kommt auch noch Tzatziki-Käfer, wir müssen uns 100 Energie warten. Werfen jetzt die Q. Oh. Ich glaube, ich bin einfach raus. Ah, das sieht gut aus. Für mich zumindest. Sagen wir es mal, wie es ist, für mich. Na, ich konnte da leider wenig machen. Hey, lol, er sah irgendwie kurz aus wie Wladimir eher hier. Oder irgendwie dachte ich so, hey, was ist denn das für einer? Naja, Wladimir vielleicht nicht, aber ja, gucken wir mal, ob wir die hier schaffen. Das ist auf jeden Fall eine Geburt, kann man sagen. Eine Geburt. Man kann die W zwar vielleicht auch bei den Camps hier benutzen, aber dann resetten die wohl am ehesten noch irgendwie. Komm ich hier weg, komm ich hier weg, komm ich hier weg. Danke. Könnten Sie bitte gehen? Könnten Sie bitte gehen hier für dich? Oh, guck mal, da habe ich die Q auch schon. Ja, die ist halt doch begrenzt. Ich glaube, den hat er getroffen, oder? Ah, schade. Ne? Aber das ist schon cool. Also man kann wirklich über die ganze Map springen mit der E. Ist nicht verkehrt an sich. Ich will doch nur den. Wobei, wir haben gleich. No, also ist. Den brauche ich, danke. Zumindest einen Assist bekommen. Ich brauche Geld. Geld. Ne, also grundsätzlich, die E ist natürlich erstmal schwer zu treffen. Mit der Passive muss man auch umgehen können. Ist alles schon ein bisschen, finde ich, übel gut, ne? Also, das Kit ist ein bisschen weird, aber es gefällt mir. Was ich bei der Ultimate gemerkt habe, ist, die macht erstmal unglaublich viel Schaden, Leute. 120 der erste Sprung, Mikro-Stunning steht dabei, also ganz, ganz kurzer Stun nur. Und
Der zweite macht bis 300 Damage. Ja, Missing Life. Jetzt weiß man nicht, ob die 300 Damage erst gemacht werden, wenn man... Alter, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ah, scheiße, Alter. Ah, okay, dann gehen wir erstmal. Also, man weiß jetzt nicht, wie lange Miku's dann ist. Und bei den 300 Damage, ob... Ja, sind die 300 Damage erst bei 1%? Sind sie vielleicht schon bei 10% oder schon bei 30%? Das ist natürlich die Frage, die uns niemand vermutlich beantworten werden könnte. Ich glaube, wir gehen auf die rote Machete, weil wir eher aufs Gunblade gehen. Ich denke, Gunblade ist immer noch ein gutes Item auf Akali. Jungle Clear ist im Moment ein bisschen RIP. Also Jungle, ja. Aber wenn ihr jetzt in der Mitte seid gegen einen Six oder sowas, mit der Q werdet ihr den niemals treffen. Niemals, das garantiere ich euch. Außer er ist Bronze 5 oder so. Mit der W könntet ihr schneller in den Run laufen, wobei 20% auch nicht so geil ist. Der Dash ist ja auch weg. Also ihr müsst eure E treffen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ihr habt, um... Ah, ich könnte die Bubble hier beim Jungle benutzen. Das ist gar nicht so schlecht. Das habe ich bisher vergessen, um einfach Energie zu restoren. Die gibt uns 40 Energie wieder. Ich könnte die wirklich einfach benutzen, damit ich mich heile. Da unten ist Action, aber ich würde den gerne eben machen. Ist das drin? Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Ich muss den smiten, weil hier unten... Ach, Kacke, Alter. Die sind aber auch schon Level 6. Das ist auch immer so ein bisschen das Leiden eines Junglers. Ich meine, Kha'Zix ist auch nur Level 6. Level 4. Die sind Level 4. Die sind Level 6 in der Mitte. RIP. Ich brauche XP. Da ist Yasuo, der verfolgt mich hier. Könnten Sie bitte gehen? Danke. Ah, boy. Das Problem ist, dass Kha'Zix gleich wieder da ist jetzt. Deswegen kann ich hierfür nicht gehen. Botlane Tower ist kaputt, wobei der nicht viel AP hat, aber... Oh, er ist Level 6, wir sind Level 4. Das klappt nie im Leben. Wir müssen XP holen, Leute. Wir brauchen XP im Jungle. Bis wir Level 6 werden. Wir sind also immer noch relativ abhängig von dem Ganzen. Ja, schön. Smite, unsichtbar werden. Q gegen die Windwall, unsichtbar werden. War gut, schön! Ja, die Q gegen die Windwall war ein bisschen RIP. Hätte man da noch mehr rausholen können vielleicht. Wobei, da geht noch was. Hier, die E. Oh, also da merkt man halt einfach, wenn die E verfehlt. Ne, und die, auf die Range muss man halt am Anfang erstmal klarkommen. Das Problem ist, die Range ist ziemlich hoch, aber das Ding fliegt echt langsam. Und dadurch, ja, denkt man immer, der Gegner ist eigentlich in Range. Und der ist auch eigentlich in Range. Aber eigentlich ist er wieder auch nicht in Range. Hallo? Ah! Ah! Mein Kampf. Ah, diesmal renne ich nicht davon. Stopp! Du dreckige Hünd. Ah, GG. Was übrigens auch bei ihr ist, ist, dass alle Sachen so ein bisschen mit AP und AD skalieren. Hier haben wir AP, AD, hier haben wir AP, AD und hier haben wir erste Instanz AD, zweite AP. Ja, nur auf die E ist nur AD drauf. So, wir kaufen uns ein Buch. Ein schönes, ein tolles, ein nices, leckeres Buch. Gehen zum Blue Buff und dann gucken wir mal. Ich glaube, sie ist ein Top-Laner. Midlane finde ich nicht so geil. Also mit der alten konntest du halt wenigstens Q, schön dann mit deiner Bubble und dann nochmal so ein Auto-Tech. Ne? Damit hast du richtig schnell Damage gehabt. Jetzt und kam es aber auch wieder gut raus. Bei der jetzigen weiß ich nicht. Da müssen wir mal testen. Da muss man auch mal alles durchtesten. Der ist auch, ich dachte kurz, der wäre nicht da. RIP. Jetzt machen wir wieder hier eine Q. Da muss ich länger warten. Das lohnt sich mehr. Jetzt werfen wir unsere Bombe für ein bisschen Energy. Na, noch resettet der nicht. Dann kann ich auch hier so ein bisschen rumpimmeln. So, die Q dadurch, geheilt, die E dadurch. Zack. Das ist aber halt auch wirklich, wirklich RIP and Ronies. Ich meine, die Energiekosten werden etwas geringer von der Q, aber die sind schon ziemlich hoch, ne? Wir können erst Toplane ganken, ne? Halb tot, warum nicht? Ah, oh, das sieht aber gut aus. Leider kriegen wir den Taunty nur sehr schlecht tot. Tja. Zap. Heilung. Ich denke mal, die Heilung wird aber dann ziemlich gut, die scaled halt schön mit AP und AD. Wenn man ordentlich AD und sowas kauft, dann wird die Heilung recht fix, recht stark. I think. Müssen wir mal gucken, ob man das in der E die Q schon werfen kann. So wie so Ninja-mäßig. So, ich komme jetzt Toplane, mir fehlt halt ein XP bis Level 6 und erst Level 8, aber ich habe meine W zur Not. Let's go. Ah, shit, jetzt springt er weg. Aber... Habt ihr es gesehen? Der Shuriken, der war halt safe, hätte der den getroffen, aber der ist so langsam, dass er halt wieder nicht trifft. Heilige Scheiße ist der langsam.
Also der ist halt todeslangsam. Also es geht. Also so langsam ist er nicht, aber irgendwie schon. Ich meine, da geht, den holen wir uns jetzt. So nicht, Kollege. Diesmal, jetzt bin ich auf Level 6. 300 Schaden. Wir machen 400, also im Optimalfall. Sagen wir mal so 250 für eine Level 1 Ult mit dann und zwei Sprüngen ist schon ziemlich gut, kann man sagen. So, let's go, Boy. Er hat gesprungen, das ist ziemlich gut. Wir benutzen jetzt die Bubble, um schnell an den Boy ranzukommen. Aber das Tino! Ja, jetzt machen wir es so. Ne? Fühlt sich so ein bisschen Echo-like an. Muss, also, fühlt sich komisch an. Hat der noch Bock? Der hat Bock, aber hat der viel Bock, ist die Frage. Hier, erstmal für dich. Ein kleiner Heal für mich. Okay, das war's. Hätten wir es anders machen können. Ich hätte wegflashen können, aber ja, ich dachte, vielleicht geht da noch was. Also, was sich komisch anfühlt, ist folgendes. Erstmal, es ist ein Echo-Sprung oder so ein Echo oder, ne, Echo nicht, wie so ein Pike, der aber Instant Stun. Das ist halt Pike, Instant Stun Ult. Und ich hätte vielleicht gerade noch zweiten können, aber na gut. Also, die zweite Distanz braucht halt wirklich lange zum Auslösen. Du musst locker 2 Sekunden warten, bis du die zweite Instanz benutzen kannst. Ich finde das zwar fair, dadurch hast du Counterplay dagegen, da, sonst könnte dich instant stunnen und wieder durchspringen. Du bist sofort tot. Aber es ist halt komisch, weil bei Fizz haben sie gesagt, der soll nicht seine 2 Sekunden warten, der soll sofort Gas geben. Ne, fühlt sich komisch an. Und Akali muss einen halben Tag warten, bis sie den anderen Mist benutzen kann. So, da sehe ich mich. Wir gehen jetzt einfach mal auf den Gegner zu, drücken unsere Bubble und drücken das Q. Schön. Naja, ganz einfach, ganz simpel. Ich glaube, ich muss auch mehr mit meiner Passive arbeiten. Jetzt gehen wir in die Mitte. Ich habe keine Ult, aber da kommt der Kollege Bratenfett. Nice. Na, 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 nice. Süß. Hallo? Hallo? Alter, ich habe mich irgendwie todes gecancelt. Ja, komm. Komm her. Ja, komm. Na, okay. Ich habe noch keine Ult, muss ein bisschen aufpassen. Er ist halt auch Level 8. Habe ich getroffen? Das habe ich getroffen. Hier, seht ihr das? 3 Sekunden oder sowas sogar. 3. Aber dafür sieht der zweite Sprung super geil aus. Wie so eine Todes-Mega-Luftsprung-Überschall-Reaktion-Reaction-Video-Attacke. Halt. Boom. So. Boom! Ja, so ungefähr. Ne? So, also ich denke, Gunblade ist immer noch geil. Dadurch bleiben die Gegner halt in unserer Bubble drin. Danach Lichbane. Lichbane natürlich perfekt mit ihrer Ultimate rein in der Theorie. Weil wir haben so lange Cooldown auf den zweiten Sprung, dass wir auf jeden Fall gezwungenerweise auf den Lichbane Proc warten müssen. Also ich weiß nicht, das fühlt sich das. Ich finde das okay, dass der. Dass da ein Timer zwischen ist, aber ich glaube, das sind wirklich 3 oder 2,5 Sekunden. Das ist so viel. So, wir gehen Top-Lane jetzt direkt. Frage ist, gehe ich über die Lane? Wir probieren es einfach mal. Ich glaube, das klappt nicht, aber wenn er rechts. Oh, jetzt könnte es klappen. E ist drauf und zap. Q, W, Q, out, ja. Ne? Also, ich habe das Gefühl, so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, dass wir ultra wenig Damage haben. Nicht wegen den Items, sondern einfach im Damage-Kit. Hier ist sau wenig Schaden drin. Ich glaube, der Schaden, der so hoch ist auf der Ultimate, ist dadurch gebalanced, dass der Schaden auf dem Rest so gering ist. Ich glaube, wir machen erst die hier, damit wir vielleicht bis gleich die Ultimate haben. Na, mittlerweile der Heal auch ganz okay, plus 77. Ich glaube, wir müssen mehr mit der Passive arbeiten, dann habe ich auch mehr Schaden. Ja, den nehme ich. Schön. So macht man das, Leute, ne? So macht man das. Jetzt müssen wir allerdings Botlane helfen. Botlane hat harte Probleme. Ja. Gibt es noch irgendwelche krassen Kombinationen? Best Case wäre natürlich Bubble in die Mitte, beziehungsweise Gegner in der Mitte der Bubble und dann mit der Ult hin und her springen. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, wir laufen erstmal auf die Boys zu. Und werfen das. Ah, gegen die Minions. Auch nicht so geil. Aber ich sehe mich da noch. Ja, dann gehen wir auf den Boy hier. Hat natürlich jetzt nicht viel Schaden gemacht, aber das war jetzt auch nur um als Gap-Klausel, ne? Ist natürlich auch geil. Du hast, also da haben wir gesehen, der zweite Ultsprung hat gar keinen Schaden gemacht. Aber ist trotzdem okay, weil es ist halt immer noch ein Gap-Klausel, ne? Ist ja auch okay, dass ein Execute-Spell halt kein Damage macht. 120 macht er bei der normalen Aktivierung quasi. So. Gehen wir mal fix nochmal shoppen. Bisher ganz okay, muss ich sagen. Gefällt mir. Ich finde es halt wirklich cool, weil es jetzt skill-lastig ist. Du kannst jetzt wirklich viel aus Akali rausholen. Es ist nicht mehr dieser 0815 Draufjump-Champion. War zwar auch cool,
Aber du hast halt krass heftig viel Outplay-Potenzial jetzt. Genauso wie bei Irelia so. Also, die Laufanimation finde ich komisch. Es sieht aus, als würde sie seitlich laufen. So. So irgendwie wie so eine Krabbe. Keine Ahnung. Komisch. I don't know this. Zack. Ich will da durch. Energiekosten sind halt wirklich gegeben, ne? Guck, das regeneriert halt auch super langsam. Hier da durch. Hier da durch. Eh da durch. So, Baden. Ich bin bereit. Let's go. Ich bin bereit. Ich bin bereit. So, der hat auf jeden Fall Ult. Naja, oder auch nicht. Ja, oder doch. Frage ist, für wen gehen wir? Wir machen erstmal die Bubble, die Q hier durch. Autotags und Q. Das Ding ist, ich muss halt mit meiner Passive arbeiten. Jetzt gerade zum Beispiel, ich habe meine Q gemacht und ich muss halt wirklich erst die Q machen und dann die E am besten. Mit der E schleudere ich mich selbst wieder aus der Passive raus und mache halt diesen Bonus-Damage. Wenn ich im Nahkampf an den Gegner ranlaufe, was zwar gut ist, weil ich dann mein Gap-Klausel noch ready habe, aber dann passiert es halt, dass ich meine Passive nicht ausgelöst kriege. Ich kann euch das mal zeigen. Wir gehen jetzt mal... Ja, oder wir treffen direkt die E. Würde auch gehen, aber hier würde ich sie... Okay, nevermind. So. Ah, da kommt hier die ganze Zeit mal so ein... Ist das hier im Haus? Das hört sich die ganze Zeit an so klong, klong. Oh cool, die Resistenzen sind weg, weil Pantheon den gerade angesprungen hat. Das ist natürlich delicious. Oh, jetzt haben wir... Oh, Blue Buff ist GG, Leute. Blue Buff ist GG. Holy Mamoli. Zapparino. Mit Blue Buff ist das echt G to the G. So, Midlane, ich habe immer noch Ult. Da sehe ich mich. Leider wenig Energie gerade, aber wir kriegen ja ein bisschen was wieder durch unsere W. Ja, komm, Zed. So, wir machen das hier erstmal. Wir gehen für den Boy. Wir gehen für beide. Zack. Nein, verfehlt. Und meine... Ah! Also, es war eine Geburt. Es war eine okay Geburt. Eigentlich wollte ich ja für eine Tower Dive gehen, aber irgendwie sind die... Also, mit der Bubble. Aber irgendwie hat sich das so richtig nicht ergeben. Gunblade ist da. Also ich glaube halt, ich gebe halt wirklich unendlich viel Schaden durch die Passive weg. Wobei das auch nicht so einfach ist, ne? Gibt es irgendwelche krassen Kombinationen, die man mit der E machen könnte? Bedeutet so, du triffst jemanden mit E, teleportierst weg und dann triffst du ihn nochmal mit dem zweiten Sprung. So nach dem Motto, wie lange hält das denn? Weiß man gar nicht. Ich bin auf jeden Fall unterwegs. Aber ich komme, nein, das ist meiner, geh weg! Oh no, und ich habe wieder verfehlt. Gunblade, Q-Blade. RIP. Aber ich trotzdem, ich finde es so, das ist halt so wie Naruto-like. So dieser Kuna ist fra, fra. Finde ich schon cool, das gefällt mir. Das gefällt mir so. Na, dann sind der Gegner hier. Hier, explosive Kuna ist der Explosion des explodierenden Explosiv-Ebers. Zau. Und zau. Und Spalt. Und E. Und eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Jungle, deswegen lassen wir das auch. So. Ja, Wave Clear ist natürlich so ein bisschen GG, muss man sagen. Also wir könnten das halt so machen. Aber hier seht ihr, ich habe von hier nicht mal die da hinten getroffen. Und da kann man einfach sehen, ich... Ah, shit, jetzt habe ich das verkackt. Ich habe die ganze Zeit gedrückt hier. Da kann man einfach sehen, dass die Q halt in der Lane, glaube ich, fucking wenig Reichweite hat. Ich werde euch sagen, dass wenn ihr Videos von anderen schon gesehen habt, die Midlane Akali spielen oder sehen werdet, die werden abgehen. Das liegt aber nicht zwingend da. Also vielleicht ist sie ja okay in der Mitte. Aber ich glaube, das liegt halt... Ich meine, ich hätte Bock auf einen neuen Assassin, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht wäre das ja ein richtig cooler Champion für mich. Aber ich glaube, das Problem bei ihr ist halt einfach, dass die E geboostet ist. Naja, also das, du kommst nicht ran mit der Q. Null Reichweite. Auch Wave Key ist nicht so geil. Begrenzt. Na, jetzt habe ich ja noch mit dem Jungle-Item so ein bisschen... Komm mal, Boys, da sehe ich mich. Protobelt ist raus, da sehe ich mich. Ja, Mai, wie ist das? Ich hasse mein Leben. Ja, ja, ey. So, ich habe immer noch. Aber die. Also, der zweite Ultsprung sieht halt schon cool aus. Der sieht richtig cool aus. Ja gut, das war ein bisschen deep. So, was kommen? Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt echt fürs Lich Bane, oder? Lich Spain Bane? Ich denke, das ist halt der... Ich meine, das ist bei dem Akali Rework halt gelungen. Wenn die Items immer noch dieselben sind, dann kann man sagen, dass der Champion wahrscheinlich immer noch die gleiche Rolle erfüllt.
Klar, bei Aatrox sind die Items auch noch immer dieselben, aber da ist das ein bisschen was anderes, weil Black Cleaver kann es halt auf jeden Top-Laner bauen, gefühlt. Gunblade ist halt schon was sehr Spezielles. Ja. Oh, da hat er kurz outplayed, aber auch nur so ein bisschen. Hm. Wir müssen aber gucken, wir kriegen hier von Draven, der macht hier die Party aber auch Stress, du. Nevermind. Nevermind. Ist die auch Nudeln eigentlich? Ist das der Backpot? Ne, das ist 3, ne? Die ist doch keine Nudeln. Oder ist das 2? Ist das hier dieser Gothic Dance so? Ne, ich glaube das nicht. Sieht aber aus wie diese. Ne, nicht Gothic, sondern Industrial. Die sieht halt 100% aus wie so ein Industrial. Oh, die sieht ja richtig gut aus darunter. Ja, miau. Hallöchen. Na, ich dachte, die sieht aus wie so ein Monster. Na, ich meine, so wenn man... das könnte ich halt sein, Alter. Lecker Nudeln. Da drunter sieht halt so aus, als wäre die so ein richtiger Drachen. Hallo, hallo. Na? So, guck mal nochmal, wir springen hier. Na, das, aber zum Escapen kann das halt auch gut nutzen, ne? Also, kein Abklatsch von Talon. Schön innovativ gemacht. Gefällt mir mich richtig schön. Müssen nur mehr battlen. Und Jungle Clear ist halt RIP, also das könnt ihr wahrscheinlich vergessen. Also, wenn ihr übel Bock drauf habt, ne, warum nicht, aber sonst. Aber sonst, so. Wir haben Energie noch nicht so viel. E für dich. Und jetzt lassen wir ihn erstmal irgendwas machen. Ah, okay. Ah, die Gegner waren zu schnell RIP, leider. Wir haben immer noch den Überschallsprung. Überschallsprung! Zack, 317. Wäre natürlich echt interessant, mal zu sehen. Ja, wie viel Damage der so an den Gegnern macht. Der Überschallsprung, wenn die wenig HP haben. Oder so bei so 40%. Bei 30%, 20%. Dauntless Action, bin sofort unterwegs. Wir könnten natürlich jetzt so machen und dann ist da kein Golem. Das ist natürlich unglücklich. Unglücklich. So. Ja. Wir machen erstmal die Bubble und dann läuft der weg. Smite drauf, Auto-Attack. Das gibt's doch gar nicht! Der kommt auf jeden Fall nicht weg. Aber, ich meine, ich hätte ihn auch anders töten können, aber ich dachte, das ist der allergeilste Stylepunkt, wenn ich jetzt meine E... Aber die, also die E, die musst du halt wirklich schon fast vor ihm treffen. Das, ihr könnt mir nicht sagen, dass ich total boosted bin. Natürlich könnt ihr das sagen, aber... Also ich glaube, dass der Skillshot halt einfach ein bisschen boostet. Ich habe den jetzt 141 Mal verfehlt. Also ein bisschen... Was passiert eigentlich? Wir gewinnen, aber unsere Basis sieht aus wie so ein Loch, Alter. Wie so ein Käse. Was ist denn hier los? Nevermind, die E kannst eh vergessen. Was ist denn hier los, sag mal? Zappalotti! Zappa-fucking-Lotti! Na. So, wir nehmen mal schnell Blue Buff mit. Wir haben gesehen, Energie Restoration ist komplett GG. So, zack, Q. Und Q. So, Midlands Action, da sehe ich mich. Da sehe ich mich komplett. 100% sehe ich mich da. Ich muss nur irgendwie an ihn rankommen. Ich kann natürlich meine Bubble benutzen, aber. So, Bubble. Gunblade. E. Oh my goodness. Oh, ich könnte natürlich jetzt springen und dann nochmal springen. Oder ich mache einfach so. Na gut. Alter, das gibt's halt nicht. Wir holen halt nur die Kills die ganze Zeit. Da besteht 37-17. Aber dadurch, dass die Gegner 24-7 split pushen, was ist das für ein Spiel? Ich meine, Vladimir Toplane, dann kommt Draven Midlane. Was ist das? Was ist... Du kommst nicht. Oh, ich habe ihn sogar getroffen. Überschallsprung. 693 Schaden. Er hatte ca. 10%, glaube ich. 693, hier steht 450 plus 224, also schon ziemlich der Maximal-Damage. Vor allem muss man noch berücksichtigen, dass er noch ein bisschen Magieresets hat. Ne, jetzt nicht das meiste, weil wir ein bisschen Magic Pen haben, aber ne, das hat schon gesammelt. So, kommt, nehmen wir Draven nochmal mit, wobei wir keine Ult haben, aber ich fürchte nichts. Was? Da. Ich glaube, er hat hier gerade gewardet. Alter, das ist ja... Ich glaube, mir fällt gerade übrigens eine Mechanik ein, so gerade. Ja, ich meine, so ganz plötzlich in mein Gehirn ist diese Mechanik entsprungen. Rein theoretisch kann man natürlich mit der E hier rüberspringen. Ne? Du machst die E da auf den Minion, springst drüber. Aber
GG! So. Ja, man kann die Wolke markieren und dann dahin springen. Aber habe ich die, kann man die wirklich werfen? Ich dachte, die Bombe wird immer unter mir platziert. Die kann man tatsächlich werfen? Cool. GG. Also kann man es immer noch als Sprung benutzen, wie die alte Akali W, nur nicht ganz so schnell und halt in Kombination mit zwei Spells. Könnte sein, dass Zed Bock auf mich hat und der hier gleich kommt. Da ist er schon. Wie hätte ich das Ganze angehen sollen? Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen warten sollen, wegen dem Shuriken. Ich hätte ihn Instant Gunblade. Ich hatte halt hier irgendwie die Vision verloren. Ich war auch zu blöd, um das zu warden. Das war ein bisschen kacke, muss man sagen. Wie viele Kills hat Zed? 4-9. Gar nicht mal so viele. Aber da hat man schon gesehen, ne? Ich war halt wirklich in dem Moment überfordert, dass ich nicht wusste, was mache ich jetzt überhaupt? Oder in welcher Reihenfolge? Wie genau? Ja, mit der alten Akali machst du halt einfach, diese Attack-Speed sind natürlich auch nicht so geil. Die waren im Jungle Key ganz nett. Aber mittlerweile, ne? Also, was machen die denn? Wobei, ja, krieg er sie noch? Die krieg er noch. Oh, der überlebt das ja nicht, oder? Nee. Jetzt kommt eh gleich wieder einer in die Mitte langgelaufen, ich weiß das doch. Also, lass mal zusammenfassen. Es gibt halt viele Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit mit dem E Engage. Im Prinzip machst du dann einfach Q, Ult, so viel Damage wie es geht, nochmal Ult. Eigentlich ist es jetzt nicht so komplex. Wenn du es aus dem Nahkampf machst, dann sollte man zuerst die Q werfen irgendwie. Vielleicht nochmal die Q werfen irgendwie. Wo man die Q natürlich ein bisschen timen muss, weil die ja auch zum Slow genutzt werden kann. Wir gehen das Ganze jetzt hier nochmal mit dem an. Energy Restore, Base Duration, Movement Speed. Das ist halt schon gut, ne? Vielleicht ist es sogar fast mehr worth, das zu maxen. Aber wir machen mal einen Punkt in die W rein. Mit Lannis Action. Ich komme. Ich komme. Der ist einfach instant tot. What the fuck? What the fuck? So, Gunblade. Warum mache ich das überhaupt noch? Da ist aber Draven. Wir haben nur leider keine W mehr ready. Aber da sehe ich mich. So, Damage Test. 864. Ich meine, ich wollte es jetzt wirklich mal testen. Ihr seht, es dauert unglaublich lange. Ich wollte es wirklich einfach mal testen. 864 Schaden. Aber klar, man muss halt sagen, da hätten auch 300 gereicht wahrscheinlich. Na, deswegen, wenn ihr den Gegner so bei 20% ultet, dann reicht es wahrscheinlich. Frage ist, ob wir jetzt Void Step oder... Ich denke, wir gehen auf Rabadons. Wir müssen jetzt aber mal gucken, dass wir das Game hier so ein bisschen in die Richtung beenden bringen. Klar, ich habe jetzt vieles getestet und ich denke, für euch ist das für den einen oder anderen auch interessant, aber ich würde halt gerne nochmal ein gutes 1-on-1 haben. Das wäre mir wichtig. Oder ein Tower Dive. Na, Tower Dive haben wir leider gar nicht hingekriegt. Aber manchmal ist das Leben hart und unfair. Ich wollte zwar Rabadons gehen, aber wir kaufen jetzt einfach mal Damage. Damage, Damage, Damage. Ich meine, rein theoretisch wollen wir das Game ja auch beenden, aber die machen halt die ganze Zeit diesen Split-Mist, dass jedes Mal, wenn wir irgendwo sind, die unsere Base kaputt machen. Na, so ist ja jetzt nicht... Komme ich hier auch über so eine Wand drüber? Ich glaube nicht. Nee. So, er steht einfach hier. Jetzt habe ich ein Problem, ich habe meine Spells gerade benutzt. Er steht einfach da. Er steht einfach da. Q! Naja, guck mal, da kannst du gar nicht treffen, die Gegner. Wir laufen erstmal. Das ist mir zu bunt. That is me quite too bunt. Stoppen Sie das sofort! Ah! Na gut. Ich meine, ich hätte das safe überlebt, wäre ich einfach weggegangen. Einfach nach oben. Aber ich wollte es halt einfach mal... Ich habe irgendwie dran gedacht... Das Ding ist halt, bei der alten Akali, du hast den Gegner angesprungen, hast dich instant um 3000 AP geheilt. Und an das habe ich auch irgendwie geglaubt. So irgendwie in diesem Moment. Aber das ist ja nicht mehr so richtig, ne? Du hast ja Q, Ultimate und dann Auto-Attack und dann hast du einfach 40% Leben wiederbekommen. Töte ihn. Hallo? Danke. Das ist leider nicht mehr der Fall. Alter, ich will das, also so ein bisschen will ich das Game jetzt schon beenden, aber es will einfach gerade nicht.
So, nur begrenzt. Einfach nur begrenzt. Ich sehe halt im Late Game irgendwie. Ich glaube, im Early Game und Mid Game ist sie echt okay, aber im Late Game ist sie super schwer. Ich meine, du kannst, wenn du es gut machst mit der Ulti, ist halt geiler für den Teamfighter. Sie ist deutlich besser im Late Game dadurch, dass sie halt einfach durchspringen und vier Leute stunnen kann. Ich habe keine Ult, aber ich hätte Bock. Ich habe aber keine Ult. Das wäre eigentlich wichtig. Ich würde aber schon Bock haben, so ist nicht. Naja, wie willst du den treffen? Macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Oh, Blue Buff ist da. Das macht Sinn. Alter! Hey, das ist doch verbuggt. Das hier ist noch safe was verbuggt, Leute. Da stand 80. Und ich hatte schon 100 und er wollte das nicht benutzen. Wir können jetzt nochmal gucken. Da ist safe was verbuggt gewesen. Geht immer nur bei 100 Energie. Ja, GG. Ja, GG! Okay, schön, 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 schön. So. Ich bin bereit. Diesmal zerstöre ich Set. Ah, vielleicht nicht Set und Blood. Vielleicht können wir jetzt mal einfach hier battlen. Aber im Teamfight, ich weiß halt nicht, was sie großartig machen will. Das ist, was ich meine. Lol, ich dachte irgendwie gerade, ich bin schon wieder... Oh Gott. Ich weiß nicht, an wen... Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch eine recht lange Zeit jetzt kein LoL gespielt. 4 Tage oder so nicht. Wisst ihr, was ich geglaubt habe gerade? Ich benutze E, um direkt an ihn ranzuschießen. Irgendwie dachte ich so, das wäre wie Pike E. Also ich habe gerade die Pike E mit der Ultimate irgendwie verwechselt. Mit der E, also... So, dass du... Also, weiß ich nicht, ne? Die Ultimate ist ja wie die Pike E. Und ich dachte so, ja, ich springe erstmal rüber und stun ihn. So. Okay, schön. Schön, schön, schön. Richtig, richtig schön. Wir verlieren. Schön, wir verlieren. Aber ich bin jetzt da, das ist gut. Jetzt, ich werde das... Das ist genau das, was ich brauche. So eine Situation. Das ist... Wo es von mir abhängig ist, ob wir das Game... Okay, nicht nur von mir, aber... Das ist was... What I need. Zack. Hier bin ich, Alter. Kann ich den bitte töten? Komm her, Yasuo. Den jage ich jetzt bis... Okay, vielleicht muss ich eben ein paar Minions wegmachen. Aber auch Wavekey ist halt GG, ne? Wavekey, Leute, hier. Fre. Das ist wirklich nur ein Fre. Mehr ist es nicht. Einfach... Ey, wir verlieren das Spiel. Wir standen 37-17. Wir verlieren das. Ich meine, Wladimir ist 16-12, der ist wirklich stark mittlerweile, muss man sagen. Dass meine Q halt nicht benutzbar ist, wenn ich die Energie habe, ist halt komplett GG. Wave Clear ist komplett GG. Wir kaufen so meinen fixen Stab. Die kannst du nicht in der Mitte. Die muss auf Tiamat bauen. Ich glaube, das wird keine AP Akali werden. Vielleicht wird das einfach eine AD Akali werden. Der Wave Clear ist doch komplett kacke, Mann. Also, der ist richtig kacke. Was will ich denn damit? Also, Tiamat. Ich meine, es skaliert ja alles mit AD. Würde Sinn machen. Ansonsten können wir den töten. Komm. Ja. Nö, das ist natürlich schön, schön, schön. Der hat ordentlich. Der killt ihn gleich auch noch. Ha. Aber ich bin gleich wieder da, Leute. Jetzt hat er sein Zeug raus. Ich bin da. Das ist jetzt mein Moment. My time to shine. Den gette ich jetzt. Den werde ich getten. Den werde ich sowas von getten. So, zack. Jetzt getten wir den nächsten. Bubble ist hier. Da! Ja, Idee war okay. Ausführung war, das Problem ist natürlich, normalerweise sollte der Execute-Sprung auf das gleiche Ziel sein. Wie der erste auch. Na, ich habe jetzt den Execute-Damage-Sprung halt genutzt, um ranzukommen. Macht halt wirklich keinen Schaden. Wenn der Gegner full AP ist, kommt da nichts durch. Ja, war natürlich RIP, aber da muss man halt wirklich, diesen Champion muss man echt leer. Der ist nicht einfach zu spielen. Also, der ist nicht jetzt auch nicht ultra schwer, aber gerade im Vergleich zu alten Akali muss man da deutlich mehr rausholen. Deutlich mehr. Aber dass wir so hart verlieren, das, ich meine, ich glaube, das ist nur wegen Wladimir. Der hat 19 Kills. Ich meine, Kha'Zix hat 1-11. 6-14 Top-Lane, 4-10 Mid-Lane. 8-12, also der Draven ist noch ganz okay, muss man sagen. Na, der macht noch ganz ordentlich Damage. Ich meine, guckt euch mal diese... Wenn ihr im Solo-Queue gegen dieses Team spielen würdet, Leute. Zed, Kha'Zix, Yasuo, Draven und Vlad. Gibt's eigentlich noch ein ekligeres Team als das? Oh, da sehe ich mich. Oh, der ist einfach zu schnell. Der hat sogar Yomus. Warum hatte der bitte Yomus? Den jagen wir jetzt einfach.
Hat der irgendwas? Ich Pantheon hat Moe Boots, oder? Nee. Das Ding ist, ich würde ihn gerne fighten, aber ich glaube, er ist stärker als ich, weil er halt einfach Yasuo ist und Yasuo killt Assassinen. Außer wenn die Assassinen ihn innerhalb von ein paar Sekunden töten, aber das ist halt meist nicht der Fall. Ich meine, wenn die Energie ordentlich funktionieren würde, dann wäre der Wave Clear vielleicht okay. Aber ich zahle halt jedes Mal 20 Energie mehr, als ich eigentlich sollte. So, wir müssen alles auf Vladimir draufhauen. Hat der noch Pool? Ich glaube, der ist tot. Da kommt Zed, den stunnen wir jetzt direkt. Zack. Erinnert mich so ein bisschen auch an, weiß ich nicht, so Animes, ne? Die springen dann auch immer mit Highspeed durch den Gegner durch, schlitzen auf und stehen dann dahinter. So kommt mir so ein bisschen diese Ultimate vor. Vielleicht, das ist einfach ein Anime-Charakter. Kannst du sagen, what you want? You can say what you want. Dieses Game ist GG. Vielleicht sollte ich Calls machen. Wäre vielleicht eine gute Idee. Vielleicht. Priu. Vielleicht sollten wir Calls machen. Rabadons kostet leider noch. Yasuo. Da, guckt euch das an. Was, wie soll ich? Ich weiß gerade legit nicht, was wir tun sollen. Ich meine, wir haben auch 17-6 Top-Lane, 15-5 Mid-Lane. Aber hier kommt halt ein Spasti nach dem anderen, der unseren fucking Turm killt. Ja! Aber ich glaube, er killt mich. Na, warte mal. Da, den hole ich mir noch, Leute. Den hole ich mir noch. Der Ping ist aber auch wirklich hoch, Leute. Der ist wirklich hoch. Der Ping ist auch wirklich hoch, ne? Muss ich an dieser Stelle sagen. Naja, also, schön. Schön, schön, schön. Naja, aber zum Chasen, rein theoretisch. Ich wollte nur mal zeigen, dass es geht. Ne? Es geht. Jetzt haben wir natürlich keine Ultimate, wobei er auch nicht so viel cooler hat. Den hole ich mir jetzt, Leute. Den hole ich mir. Ich hasse das alles. Ich hasse es einfach. Komm her. Fight mich, komm. Komm, Bro, fight mich. Bro! Ist er unsichtbar? What? What? Wo ist er hin? Ja. Ja. Also, Geburt. Geburt, 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 ne? Klar, ich habe jetzt meine Ult nicht benutzt, aber... ich meine, die hat auch viel Cooldown, ne? Man muss ja ab und zu auch Ziele ohne Ult töten. Geburt. Ich nenne es einfach Geburt. So, den holen wir uns jetzt, den Boy. Den Boy, scheiß auf den Nexus. Den, diesmal. Diesmal hole ich mir den. Aber es ging in die Richtung, ja. Also, dass sie eh so geboostet ist, da kann ich wirklich gar nichts für. Da bin ich komplett raus. Wir haben jetzt, wir können uns mal die Scalings anschauen. Wir haben nun 622 AP, die Q macht plus 311. Das ist relativ bad. Dafür, dass es aber spambar ist, ist es okay. Also kurz hintereinander spambar, muss man sagen. Dafür ist es okay. Also dafür ist es sogar relativ gut, muss man sagen. Na, es hat glaube ich 50% genau. Ja, dadurch haben wir also 100% Scaling. Innerhalb, wenn du wirklich mit 100 Energie engaged, ist das okay. E hat gar nichts. Das ist echt RIP, Alter, fällt mir ein. Wir gehen Full AP und haben keinen einzigen Punkt. Deswegen ist die E auch so boosted, Alter. Die ist einfach Querquadrant boosted. Und Ult ist natürlich krass. Vor allem aber hier ist natürlich der Punkt, wenn du jetzt wirklich eine AD Akali spielst, dann macht halt dein Execute Damage gar keinen. Also, da kommt da halt nichts. Warum? Das war schon okay, muss ich sagen. Das war gut. Eigentlich war das echt okay und gut. Das war schon nett. Das nicht. Das nicht. Schaffen wir den noch oder eher nicht so? Naja, ich glaube eher nicht so. Nee. RIP. RIP, RIP, RIP. Aber das ist natürlich das beste Szenario. Wenn die, ich glaube, wenn zwei Gegner dich ganken oder so, oder wenn die Gegner halt wirklich in deiner Bubble stehen bleiben wollen, weil sie sich fighten wollen. Das ist das beste Szenario. Wenn die Gegner aus der Bubble schnell wegrennen, dann kannst du halt da begrenzt viel mitmachen, ne? Ja, ich glaube, wir haben verloren. Würde ich einfach mal so sagen.
Ging auch lang genug, das Game. Ich glaube, ich habe seit Jahrhunderten nicht mehr so ein langes PBE-Game gespielt. 40 Minuten. Komplett GG. Ne? Vladimir hat das wahrscheinlich 1v9 gemacht hier mit 25 Kills. Traurig. Also, ne, ich finde es ja nicht schlimm. Ist ja, also, ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, wir haben das verloren, schlimm. Ja, war auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen gesehen von Akali. Könnt mir absolut eure Meinung droppen. Ich wünsche euch einen geilen Tag. Haut rein, ne? Auf Wiedersehen. Und tschüss, Sikowski.